Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr Lieben, erstmal herzlichen Dank für die Spenden, die ich erhalten habe zum Thema Katzen und auch Täubchen. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, dass wir gerade kleine Katzen mit großziehen und auch ein Täubchen, eine Taube. Und wir haben dafür Spenden erhalten. Herzlichen Dank dafür und die sind wirklich gut angekommen, denn ja, die kleinen Katzen waren jetzt mit mir schon dreimal beim Tierarzt wegen dem Katzenschnupfen, damit wir das in den Griff bekommen. Und ja, herzlichen Dank dafür. Das hilft wirklich sehr, sehr viel. Und natürlich auch für Futter und dann später auch für die Kastration. Und ich werde auf jeden Fall euch im Anschluss des Videos noch ein kleines Update geben, wie es jetzt aussieht mit den Kätzchen und auch mit dem Täubchen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und in diesem Video soll es größtenteils um Gartenthemen wieder gehen. Meine Tomaten möchte ich euch zeigen in meinem Folientunnel-Dschungel und auch noch ein paar andere Sachen. Also bleibt auf jeden Fall dran und bis gleich. Es ist wieder Zeit und es ist wieder soweit, Saatgut zu ernten. Schon seit einigen Wochen streife ich alle zwei, drei Tage durch den Garten und schaue, was gerade so reif ist an Saatgut und was ich schon nehmen kann. Und im nächsten Video werde ich euch mal zeigen, was ich bis jetzt alles schon so an Saatgut gesammelt habe. Das habe ich leider diese Woche nicht mehr geschafft, aber im nächsten Video wird es dann sicherlich kommen und Thema sein. Denn ihr wisst ja, dass ich sehr gerne, wie hier zum Beispiel den Mangold, jedes Jahr ernte. Und dazu lasse ich mir immer, je nach Sorte oder Pflanzentyp, wo ich gerne Saatgut verwenden möchte oder sammeln möchte, lasse ich mir dann immer so bis zu 10 Pflanzen stehen. Und und hier habe ich jetzt wunderschönen Mangoldsamen. Und der muss natürlich richtig schön abreifen und richtig schön dunkel, also braun schon werden. Das ist immer ganz wichtig bei Saatgut, dass es richtig reif ist. Und am besten ist das Saatgut immer, wenn die Pflanze es schon von selbst gehen lässt, dann ist es nur immer ein kleines bisschen über dem Punkt, denn dann fällt es meistens von selber aus. Und ja, da muss man einfach schauen, wenn ihr euch mit diesem Thema näher beschäftigen wollt, euer eigenes Saatgut zu ernten. Ich habe da auch schon ein paar Videos drüber gemacht in den letzten Jahren. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch das Thema näher interessiert und ich darüber vielleicht nochmal ein gesondertes Video machen soll. Ich kann da wirklich gerne auch im nächsten Video noch ein paar mehr Informationen reinpacken. Für mich ist es immer so ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich mein eigenes Saatgut von meinem Garten ernten kann. Denn auf der einen Seite weiß ich, ich habe im nächsten Jahr, im kommenden Jahr wieder meine Pflanzen, mein Essen, meine Nahrung hier aus meinem Garten. Und vor allen Dingen natürlich gewöhnen sich die Pflanzen auch über die Generation an meinen Standort. Und das sind dann die, die am besten gedeihen bei mir im Garten und deswegen mache ich das einfach auch so gerne. Es ist auch eine richtige meditative Arbeit für mich, das Saatgut zu gewinnen. Aber wie gesagt, man muss eben auch den richtigen Zeitpunkt eben erwischen und auch nicht zu lange warten, denn sonst fallen die Samen runter oder wenn es stark regnet oder lange regnet, dann können auch Pilzkrankheiten auftreten. Da muss man wirklich gut beobachten und vorsichtig sein, dass sowas eben nicht passiert und die Samen rechtzeitig ernten. Ja, und das sieht richtig schön aus jetzt im Garten, der Beinwell hier in der Baumscheibe. Und es gibt reichlich Samen zu ernten, wie auch hier von der Stockrose, die jetzt schon am Abblühen ist. Und wie gesagt, im nächsten Video werde ich dann wieder mehr zum Thema Saatgut noch erzählen und euch zeigen, was ich bisher schon so genommen habe. Wie auch hier, der Gewürzfenchel geht jetzt auch in den Samen, das kann man sehr gut erkennen. Ein paar Blüten sind noch dran
und hier entwickeln sich jetzt schon die kleinen Samen, aber die sind natürlich jetzt noch lange nicht reif. Die müssen sich dann eben auch erst wieder verfärben und schön braun werden und schon fast von selbst abfallen. Und dann können wir sie natürlich ernten. Ja, und das nächste Thema, das ist dann auch die Säuberung des Saatgutes. Das heißt, nicht nur das Saatgut nehmen von den Pflanzen, sondern danach auch ein bisschen säubern. Natürlich, wenn ihr das nur für den Eigenbedarf verwendet, müsst ihr das nicht ganz so sauber machen. Aber ja, ich kann euch da auch noch ein bisschen was zeigen im nächsten Video, wie ich da mein Saatgut teilweise auspuste, auslese. Oder ich habe dann auch noch so ein kleines Sieb, wo ich mir dann auch noch bestimmte Saatgutsorten ein bisschen aussiebe, so dass ich nicht so viel andere Sachen als die, die ich gerne haben möchte, mit im Saatgut drin habe. Und wie gesagt, das ist eine wirklich wunderbare Arbeit, sehr meditativ. Und wenn man auch weiß, wie lange sich das Saatgut auch wirklich hält, also gerade hier auch vom Mangold oder die Tomaten. Wenn die Tomaten gut fermentiert sind und gut getrocknet sind und dann dunkel und kühl gelagert werden, können sie sich locker auch mal 7 Jahre lang halten und sind immer noch keimfähig. Vielleicht dann ja nicht mehr ganz so viele, aber man sieht, wie lange das wirklich möglich ist, unter guten Bedingungen auch das Saatgut zu halten. Und das fasziniert mich sehr, wie aus so einem kleinen Körnchen dann so eine riesige Pflanze entsteht, die dann auch im zweiten Jahr, wie hier beim Mangold, wieder so viel Saatgut nachbringt. Das ist schon wie ein kleines Wunder. Ja, und bei den Hühnern, da gab es eine unschöne Sache. Und zwar hatten wir hier in unserem Holzstall wieder die rote Vogelmilbe vermehrt drin. Das ist ganz häufig jetzt der Fall im Sommer, wenn es so heiß ist. Und dann sind die Tiere geschwächt und dann kommt die Vogelmilbe. Wir hatten echt die ganze Decke voll von diesen Krabbeltierchen. Och, ist das gruselig. Und da habe ich jetzt hier so ein bisschen Sand geholt und habe das mit Kalk gemischt, damit die Tiere ein Sandkalkbad nehmen können, um ihr Gefieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und zu pflegen. Allerdings haben sie das bis jetzt noch gar nicht so wirklich als Sandbad angenommen. Sie scharren ab und zu drin, ne? Und pickern dann lieber die Sandkörnchen und Krümchen raus, als dass sie es als Sandbad benutzen. Sie gehen dann lieber unter unsere Buschbäume hier und machen sich dort eine Kuhle, scharren da eine Kuhle aus und gehen dann lieber da rein und machen ihr Sandbad. Ja, hier seht ihr das nochmal. Wir haben hier ganz einfach nur ganz stinknormalen Kalk drauf verteilt und haben das so ein bisschen in den Sand eingearbeitet, damit sie eben ihre Gefieder pflegen können. Und dann haben wir zusätzlich auch noch Kalk im Stall verteilt. Und bevor wir das gemacht haben, haben wir den Stall auch noch mit einer Heißluftpistole wirklich großflächig ausgebrannt, also mit heißer Luft. Muss man natürlich aufpassen, wenn es ein Holzstall ist, dass man da nicht, dass der nicht anfängt zu brennen und so weiter. Aber wir haben auf jeden Fall die ganzen Ecken und auch die ganzen Sitzstangen und überall, wo irgendwelche Nischen sind, haben wir vorher mit einer Heißluftpistole richtig erhitzt. Und dann haben wir nochmal nachgekalkt. Man sieht das hier. Und jetzt sieht es auf jeden Fall schon besser aus mit der. Also wir haben bis jetzt noch keine Henne an die rote Vogelmilbe verloren. Wir haben auch nicht den Eindruck, dass irgendjemand schwächelt. Also scheint wirklich Wirkung gezeigt zu haben. Und dann habe ich hier noch die Hühner ein bisschen beobachtet und habe geschaut, ob sie das Sandbad annehmen und was sie dazu sagen. Und es war wirklich witzig, denn ja, also sie haben erstmal rumgeäugt, was das denn da sein soll. Und keiner hat sich so richtig getraut, irgendwie da reinzugehen. Ja, und die Streuobstwiese, die sieht zurzeit einfach so, so schön aus. Also richtig toll. Gerade so in der Abendstimmung ist es immer
Richtig schön. Und da ernten wir natürlich das Kaninchenfutter hier auf der Stelle. Da waren ja die Hühner zuerst. Wir haben die ja jetzt immer umgekoppelt. Und ihr seht, jetzt kommt ja auch schön das Gras nach. Da freue ich mich richtig. Also sieht gut aus. Welcome to the jungle. Das ist mein Folientunnel. Da gehen wir jetzt rein und gucken nach Tomaten. Wir machen heute die erste große Tomatenernte. Wir haben immer schon mal so ein paar kleine Tomaten genascht, aber jetzt geht's richtig los und ich zeige euch, wie ich das so mache und die leckersten Sorten, die ich im Anbau habe. Das ist die Zuckertraube, einer meiner allerliebsten Sorten. Die ist ganz ähnlich der mexikanischen Honigtomate. Aber ich finde sie fast noch besser, weil sie wirklich zuckersüß ist und massenhaft Früchte bringt. Und ich habe sie dieses Jahr auch mal sogar dreitriebig oder viertriebig gezogen. Hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass ich das sehr gerne mache, dass ich die kleinfrüchtigeren Sorten, wie zum Beispiel die Zuckertraube oder auch die mexikanische Honigtomate, die eben wirklich kleine Früchte haben, dass ich die gerne mal mehrtriebig ziehe. Und dann hat man auch eine viel größere Ernte von den ganzen verschiedenen Trieben. Hier sieht man das auch gut. Hier sind drei Triebe, hier ist einer. Hier ist einer in der Mitte und noch einer an der Seite. Und da habe ich jetzt natürlich hier alles richtig voll hängen. Und da kommt auch immer noch was nach. Eine Besonderheit auch bei den samenfesten Tomaten, die ihr selber nachbauen könnt. Bei den alten Sorten ist es eben, dass man hier oft so eine Rispe hat. Und an der Rispe sind dann verschiedene Reifegrade. Das heißt, hier oben, die werden zuerst reif und dann reifen die anderen nach. Das hat man ganz oft eben bei den alten Sorten. Bei den Hybridtomaten, den neueren Sorten auch, ist es dann meistens so, dass die zur gleichen Zeit abreifen, um einfach auch für die Bauern, die eben wirklich auf Ertrag anbauen müssen und verkaufen müssen, dass die Ernte leichter ist und dass die alle zur selben Zeit reif sind. Und das hat man halt hier bei den alten Sorten nicht so. Als nächstes beernte ich hier die Barry's Crazy Cherry und diese Tomate hat dieses Jahr so extrem große Rispen gebildet, das ist unglaublich. Die habe ich eintriebig gezogen, obwohl die so kleine Früchte hat, aber wenn ihr mal schaut hier, die hat riesige Rispen ausgebildet. Der ist mir leider schon ein bisschen abgebrochen, aber die Tomaten scheinen trotzdem noch nachzureifen. Aber hier, der hier, das sind wirklich Kilos, die hier dran hängen. Richtige, richtige Kilos. Und das ist die Lieblingstomate von meinem Sohn. Und deswegen baue ich die reichlich an. Ich habe sogar zwei oder drei Pflanzen davon dieses Jahr, weil die auch super so zum Backsnacken sind. Also auch in die Brotbüchse oder so. Die sind einfach ganz große Klasse für Kinder. Also diese ganzen Cherry-Tomaten, kleine Strauchtomaten, die sind einfach super süß immer und haben ganz wenig Säure. Und deswegen sind die, finde ich, so super gut für Kinder geeignet. Und er mag auch die Farbe sehr gerne und die Form. Und deswegen, ja, baue ich die jetzt immer reichlich an, damit immer reichlich für uns alle da ist am frischen Gemüse über den ganzen Sommer. Das ist echt toll. Und die größeren Tomatensorten, die nehme ich dann zum Einkochen. Und natürlich, wenn wir dann mal ein paar übrig haben, wenn es zu viel wird, koche ich die kleineren natürlich auch mit ein oder mache daraus eine Tomatensauce. So, diese Tomatensorte habe ich dieses Jahr neu. Das ist das Huge Lemon Oxheart und sieht richtig toll aus. Also die probiere ich dieses Jahr aus. Ich probiere ja jedes Jahr immer ein paar andere
Tomatensorten aus. Und das ist diese hier, dieses Jahr. Sieht toll aus. Erinnert mich ein bisschen an die Ananastomate. Mal gucken, wie es schmeckt. Und hier weiter hinten, das müsste das Green Zebra sein. Genau, das grüne Zebra. Und woran erkennt man jetzt eigentlich bei grünen Tomaten, dass die reif sind? Das ist eine super Frage. Das erkennt man aber ziemlich gut, weil erstens mal sind die reifen Tomaten schon richtig weich. Das merkt man also. Und zweitens mal haben die schon einen anderen Ton. Die reifen Tomaten gehen dann mehr ins gelblich-orange mit rein. Und die grünen sind noch richtig giftgrün. Kann man hier richtig gut erkennen. Also das kann man schon erkennen, die grünen Tomaten. Und die haben wirklich was, diese Sorten. Ich mag die ziemlich gerne. Hab die auch am Anfang gar nicht so ausprobiert gehabt. Aber mit der Zeit, ja, probiert man halt immer mehr. Und die Green Zebra ist lecker. Vor allen Dingen ist sie auch sehr ertragreich. Ja, die rotbraunen Zapfen aus Kasachstan, die sind auch total lecker. Die baue ich total gerne an. Vor allen Dingen auch, weil sie auch sehr ertragreich sind, sehr gesund, robust. Und die sind auch für einen Freilandanbau geeignet. Also die mag ich sehr, sehr gerne. Und die habe ich auch zweitriebig gezogen, um auch wieder einfach ein bisschen mehr Ernte zu erzielen. Das ist hier das Taubenherz, mag ich total gerne. Richtig schön und auch eine Tomate, die sich relativ lange hält, weil sie eine relativ dicke Schale hat. Und dann habe ich noch was ganz Besonderes, ganz neu auch. Das ist eine Reisetomate, allerdings keine rote Reisetomate, sondern eine gelbe. Die nennt sich Phil's Toe, also Phil's Zehe. Finde ich auch echt lustig. Die Pflanze, die ist ein bisschen mickrig. Die braucht, glaube ich, Wasser. Und Reisetomate deswegen, weil man die einzelnen Kammern einzeln ernten kann oder abmachen kann. Huch! Und so hält sie sich einfach länger. Hier kann man die so einzeln abtrennen. So, und da muss man nicht die ganze Tomate auf einmal essen, sondern kann jeden Tag einen kleinen Zipfel essen. Das macht das Besondere aus an dieser Tomate. Echt witzig, oder? Damit ich mit den Sorten nicht so durcheinander komme, schreibe ich mir das immer so ein bisschen auf einen Zettel und tue den dann in die Schüssel, weil manche Tomaten, die sehen sich ja ziemlich ähnlich. Und da versuche ich dann immer die Tomaten, die sich sehr ähnlich sehen, wie die Zuckertraube und die mexikanische Honigtomate, dass ich die in extra Schüsseln tue, dass ich später eben bei der Saatgutgewinnung nicht durcheinander komme. Hier ernte ich gerade die Bianca. Das ist meine Lieblingstomate oder einer meiner Lieblingstomaten, weil die einfach so ein ganz besonderes Aroma hat. Und als Faustregel kann man sich merken, desto kleiner die Früchte, umso verzweigter kann man die Tomate wachsen lassen. Hier, man sieht das jetzt nicht so gut, aber hier hängen überall noch Tomaten dran, die dann später noch reifen werden. Und hier ist der Hauptstamm. Und dann habe ich den einfach hier in verschiedenste Richtungen verzweigen lassen und habe die Tomate hier in den Beinwell einfach reinwuchern lassen. Und auch hier die Kiwi, die dient ein bisschen als Stütze. Naja, das geht alles ganz gut. Die Tomate sieht richtig gesund aus hier bei dem Beinwell. Und also man kann da wirklich viel rumexperimentieren. Und ich habe ja hier überall noch andere Sachen dazwischen wachsen, zwischen den Tomaten, den Basilikum, den Beinwell. Den werde ich aber nach und nach immer mal wieder rausmachen und woanders hinpflanzen, raus. Und auch die Meterbohne ist hier. Die habe ich ausprobiert und da habe ich von euch den Tipp bekommen, wenn du Meterbohnen anbaust, mach die gleich in Folientunnel, da wachsen die viel besser und schneller. Und dieses Jahr werde ich die gar nicht ernten, sondern werde die zur Saatgutgewinnung verwenden, weil ich hatte wirklich nur ganz wenig Samen und werde mit denen vermehren, damit ich dann im nächsten Jahr mehr Meterbohnen anbauen kann. Deswegen werde ich die dann erst im Samen ernten. Und dann gehe ich halt einfach rum und schaue, wo sind reife Tomaten
und die werden dann alle mitgenommen, werden verzehrt oder eingekocht. Und natürlich das Saatgut genommen. Und wenn ihr auch Lust habt auf solche alten, samenfesten Tomatensorten, ihr wisst ja, ich gebe die dann immer weiter im Winter, damit natürlich die Sorten auch erhalten bleiben. Denn diese alten Sorten, das ist unser Kulturgut, das ist so wichtig, dass wir das erhalten. Diese alten Sorten haben so viele gute Inhaltsstoffe, so viele Vitamine und Mineralien, wenn der Boden gut behandelt wird, vor allen Dingen auch. So, und das ist jetzt hier nur eine kleine Auswahl. Hier haben wir die rotbraune Flasche aus Kasachstan, Phil's Toe, die Journey Prince, Huge Lemon Ox Heart, also ein Ochsenherz, eine gelbe. Dann die Green Zebra, die Berry's Crazy Cherry und die Zuckertraube noch unten drunter. Und da kommen dann schon einige Kilos zusammen. Geht ja jetzt erst richtig los. Das ist die erste Ernte. Ich habe meistens so 3 bis 5 Ernten. Natürlich immer tagesbedarfmäßig ein bisschen was. Dann habe ich noch die Black Krim geerntet. Die ist ganz ähnlich der Journey Prince und auch der Black from Tula. Und das Andenhorn, die kleine grüne Cherry-Tomate Green Doctors, die ist auch total lecker. Indian Moon, auch so eine gelbe Salattomate. Ich mag auch echt die gelben Sorten gern, die schmecken auch. Also die haben halt alle wirklich so ein ganz spezielles, besonderes Aroma. Ich finde es einfach toll, die Taubenherz-Tomate. Und da bin ich noch lange nicht fertig mit Ernten, aber ich lasse es für heute erstmal. Ich muss jetzt erstmal das hier verarbeiten. Die Weiterverarbeitung der Tomaten zeige ich euch dann im nächsten Video, genauso wie wenn ich es schon schaffe, hier das Vereinzeln des Wintersalates, das ist der Salat Bacchieu, der bei mir wunderbar aufgegangen ist, genauso wie die anderen Herbstsaaten, der Rettich und auch die Kohlrüben, die bekommen jetzt ein neues Beet oder einen neuen Topf. Und das zeige ich euch dann, wenn ich es diese Woche schon schaffe, auf jeden Fall im nächsten Video. Tja, Lieben, und zum Schluss, wie ich gesagt habe, noch ein kurzes Update von den Miezekatzen. Ja, die drei, denen geht's erstmal so weit besser. Ihr seht das hier in der Mitte, der kleine Kerl, das ist eine Sie, eine Mieze. Die hat sich am besten durchsetzen können und hat am meisten Milch von Mama bekommen und ist jetzt schon dreimal so groß wie unser kleines Sorgenkaterchen. Der kleine Lumpi oder wie wir ihn genannt haben, der kleine Racker oder Halunke, weil er so frech ist und auch so niedlich. Der macht uns noch ein bisschen Sorgen, aber die Tierärztin meinte, der wird es auf jeden Fall schaffen. Gut ist, dass er schon etwas Futter auch nimmt, aber ihr seht, dass er immer noch sehr verklebte Augen und verklebtes Näschen hat. Da müssen wir jeden Tag sauber machen und er bekommt auch Salbe in die Augen und ja, und Medizin eben vom Tierarzt, genauso wie unsere Ellie, die wir behalten wollen, die getigerte Kätzchenkatze, ist auch eine Miezekatze eben und ja, und die hat sich wirklich gut gemacht, die hat ja die Ersatzmilch sehr gut angenommen und mittlerweile fängt sie auch schon an zu fressen und weil das große Mauzi-Tierchen, also die größere Katze, weil die schon richtig gut jetzt auch mit Fressen anfängt, bleibt anscheinend mehr Milch übrig. Und so bekommt auch die Ellie jetzt mehr Milch ab und auch der kleine Kater, sodass ich eigentlich wirklich guter Dinge bin, dass wir das richtig gut hinbekommen mit den Kleinen. Und die Mama, die ist ja, ja, die können wir leider noch nicht rauslassen, weil die sonst weg wäre. Ja, habe ich euch ja alles schon erzählt, dass sie wild ist und dass wir sie erstmal noch sterilisieren lassen wollen, bevor wir sie dann wieder entlassen. Denn sonst bekommt sie demnächst im Herbst wieder Junge und das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, deswegen. Also herzlichen Dank an euch nochmal für eure Spenden. Wir sind da sehr dankbar, denn wir waren jetzt, wie gesagt, schon ein paar Mal beim Tierarzt und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt kommende Woche habe ich auch schon wieder einen Termin
Und wir hoffen einfach, dass wir das gut hinbekommen, aber wir sind auf einem guten Weg. Und auch das Täubchen, dem geht es auch ganz gut, würde ich sagen. Da sind wir jetzt auch noch dabei, neue Wege zu finden, wie wir das jetzt demnächst dann auch halten, denn es bekommt jetzt schon Federn und Flügel und wird jetzt sicherlich auch bald anfangen, die ersten Flugversuche zu unternehmen, und wir werden dann auch bald anfangen, so ein paar Körner auch mit zuzufüttern. Und da werde ich aber auf jeden Fall nochmal mit so einer Wildvogelauffangstation telefonieren, wie wir jetzt weitermachen sollen. Denn da bin ich mir noch sehr unsicher, ob wir sie dann irgendwann in die Freiheit entlassen oder ob sie dann eine zahme Taube wird und wir sie einfach immer weiter füttern. Das sind alles so Fragen, die ich noch habe. Viele, viele Fragen, die noch offen sind. Und die ich dann auf jeden Fall sicherlich noch besprechen werde. Ich danke euch erstmal für eure vielen, vielen Tipps. Ich lese natürlich alle Kommentare, auch wenn ich nicht alle beantworten kann. Aber ich lese alle Kommentare und ich danke euch da sehr. Ich habe wirklich in Bezug auf die Katzen, aber auch in Bezug auf die Taube sehr viele Tipps von euch bekommen, auch für andere Kanäle und so weiter. Habe aber noch keine Zeit gefunden, mir das alles anzuschauen. Das wird nach und nach. Wichtig ist, dass die Tiere erstmal auf dem Weg der Gesundung sind. Und das sind sie, denke ich. Und ich bin sehr guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Ja, in dem Sinne, Dankeschön. Tja, Lieben, eigentlich wollte ich schon sehr, sehr viel mehr in dieser Woche geschafft haben. Ich wollte zum Beispiel meine ganze Herbstaussaat, die jetzt super gekeimt ist und auch schon super gewachsen ist, da wollte ich zum Beispiel die Salate vereinzeln. Der Salat Bacchieu, der ist wirklich richtig toll gewachsen. Das ist ein bestimmter Salat, eine ganz besondere Sorte, die vor allen Dingen für den Winteranbau geeignet ist. Und der ist super gewachsen und der muss natürlich jetzt vereinzelt werden. Und genauso auch die anderen Kulturen, die jetzt noch in kleinen Töpfchen stehen, auch Grünkohl, die ostfriesische Palme habe ich nochmal ausgesät. Wenn euch das interessiert, und das Video, das kann ich euch gerne nochmal verlinken zur Aussaat, und natürlich auch der Link zu meinem kleinen Online-Shop, den findet ihr in der Videobeschreibung. Tja, ihr Lieben, und leider habe ich es aber in dieser Woche einfach nicht geschafft, so viel im Garten zu machen. Das Gewächshaus hängt voll mit Gurken, die verarbeitet werden müssen. Die ganzen Bohnenpflanzen hängen voll mit Bohnen, die runter müssen. Und es gibt wirklich ganz, ganz viel zu tun. Auch jetzt wieder in Vorbereitung auf die Herbstaussaaten müssen natürlich die Beete vorbereitet werden und so weiter. Ich möchte auch noch ein neues Erdbeerbeet anlegen. Unsere Enten brauchen einen Ententeich. Also es gibt sehr, sehr viele Projekte, die ich in nächster Zeit noch angehen möchte und werde. Und ja, und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Aber diese Woche war einfach wenig Zeit, deswegen habe ich wenig geschafft diese Woche, weil ich sehr, sehr viele Termine auswärts hatte, und manchmal ist es halt einfach so. Und ich habe auch tatsächlich kaum Zeit, über den Sommer meine Beete richtig sauber zu halten in dem Sinne. Das heißt, ich versuche im Frühjahr immer sehr viel zu mulchen, damit eben das Beikraut unterdrückt wird. Aber ab einem gewissen Punkt dann im Sommer, wenn dann die Tiere zu versorgen sind, die Ernte kommt rein und es ist jeden Tag zu gießen, dann schaffe ich es einfach auch gar nicht mehr, die Beete immer so tipptopp in Ordnung zu halten. Das ist einfach so. Aber damit habe ich mich wirklich abgefunden. Ich bin dankbar über alles, was ich aus meinem Garten ernte. Es geht ja darum, hier gesunde Nahrung für meine Familie zu produzieren und das im Einklang mit der Natur. Und das ist mir wirklich wichtig. Und ja, und was alles andere, ob es jetzt super ordentlich aussieht, was wir ja im Naturgarten sowieso nicht unbedingt wollen, um eben die Natur einzuladen, das steht auf einem anderen Blatt, und damit habe ich mich wirklich abgefunden. Im Gegenteil, ich werde sogar einige Bereiche, die jetzt weiter entfernt von unserem Haus sind, in kleine Waldgärten umbauen, umändern, sodass wir dort einfach weniger Grasflächen haben und mehr noch zu ernten. Das heißt, wir haben zum Beispiel unser Trampolin jetzt vor kurzem umgestellt. Da ist jetzt eine große Fläche entstanden, wo wir dort noch was pflanzen können und wo wir uns auch nicht so oft aufhalten. Und dort werde ich auf jeden Fall noch ein paar Wildpflaumen integrieren
und auch noch einen großen Apfelhochstamm. Also da habe ich schon wieder viele Ideen im Kopf. Dadurch, dass wir ja jetzt im Prinzip hier ans andere Ende des Gartens gezogen sind, möchte ich den Garten ja näher ans Haus holen. Und auch die Tiere sind schön nah am Haus. Und es hilft natürlich auch, gegen den Fuchs, gegen irgendwelche Raubtiere uns zu wappnen. In der Nacht natürlich nicht, aber da sind die Tiere ja eingesperrt. Aber tagsüber ist es echt toll, die Tiere und auch den Garten so nah am Haus zu haben. Und viele fragen mich ja auch immer, wie ich das alles schaffe. Und ich sage dann immer, nein, ich schaffe nicht alles. Aber wenn man den Garten gut vorbereitet und im Winter und im Frühjahr einfach schon die Beete so gut vorbereitet und alles so gut ja schon macht, über den ganzen auch Winter gärtnert und dort schon Hackschnitzel verteilt und schon verschiedene Vorbereitungen trifft für die kommende Saison, dann kann auch alles einfach nur wachsen. Bei uns ist eben wieder die Trockenheit ein großes Problem. Denn bei uns ist es schon wieder sehr, sehr trocken. Es regnet zu wenig. Und ich weiß, viele von euch können sich das immer nicht vorstellen. Aber bei uns in Sachsen hier ist es nun mal so. Es ist sehr trocken. Auch in Brandenburg, in manchen Regionen regnet es kaum. Und wir müssen eben einfach sehen, dass wir unsere Bäume, dass wir ja unsere Weiden und so weiter, dass wir das hier am Laufen halten. Und natürlich auch unser Gemüse. Und das ist halt schon auch im Sommer ein großes Stück Arbeit, sich auch um die ganzen jungen Bäume zu kümmern. Also das sind alles so Arbeiten, die man gar nicht so sieht. Aber wenn es eben sehr trocken ist und sehr heiß, dann müssen natürlich die Tiere mehrmals am Tag Wasser, frisches Wasser bekommen. Und man muss auch ab und zu mal die Buschbäume wässern, die kleinen, vor allen Dingen die Neupflanzungen wässern. Und das sind alles Arbeiten, die man sonst so gar nicht sieht. Auch natürlich die Gewächshäuser, die Folientunnel, die müssen wirklich jeden Tag gewässert werden. An den Tomaten nicht ganz so häufig, aber Paprika zum Beispiel braucht auch mehr Wasser. Ja, ich könnte jetzt hier schon wieder Romane erzählen. Ihr merkt das und das mache ich auch sehr gerne, weil ich sehr gerne über das Thema Garten und Selbstversorgung spreche und das natürlich mit euch. Aber ich mache jetzt hier an der Stelle erstmal wieder Schluss. Herzlichen Dank wieder fürs Zuschauen. Sagt mir gern, wenn ich zu viel rede. Ich rede einfach gerne. Genau. Und herzlichen Dank für eure Spenden, fürs Zuschauen, für eure Käufe in meinem kleinen Online-Shop, fürs Liken, fürs Teilen meiner Videos und natürlich fürs regelmäßige Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Ich sende euch ganz liebe Gartengrüße raus und ja, bis nächste Woche.